As you start building your park, you will need specialist teams to assist you. The park teams are a group of highly skilled professionals that help you maintain control and ensure your park is running smoothly. They are comprised of rangers, capture team, and the MVU teams, who all have specific roles to play. Rangers observe and maintain dinosaur enclosures utilizing the new ranger posts. They can be assigned to patrol automatically and keep a close eye on the welfare of your animals. The mobile veterinary unit is a new addition to the park teams. The MVU is a field-based team tasked to treat dinosaurs with injuries or diseases. The capture team can be deployed at a moment's notice to tranquilize any dinosaur that has escaped its enclosure. These teams are essential to any park. With them on your side, what could possibly go wrong? Und das war der dritte Parkmanagement-Guide zu Jurassic World Evolution 2. Dieser betrifft die Parkteams. Wir schauen jetzt nochmal gemeinsam ein wenig genauer rein und pausieren hier direkt, denn man sieht hier ganz interessante Gebäude. Das sind nämlich hier die neuen Hotels. Ich glaube, da kann man dann die Form auch anpassen, wie man möchte. Sind jetzt beide so eine L-Form nach links, würde ich jetzt mal sagen. Sieht aber sehr interessant aus. Und diese Gebäude kann man ja sowieso alle anpassen, wie man möchte. Hier das Innovationszentrum kennen wir schon. Aber das ist das erste Mal, glaube ich, oder das zweite Mal, wo wir von oben mal so richtig diese gemäßigte Landschaft sehen. Und ich muss sagen, die gefällt mir echt gut. Scheint ja auch Festland zu sein, an der Küste direkt mit Meer im Hintergrund. Sieht schon alles sehr, sehr cool aus. Dann wir die normalen Ranger-Teams. Und hier sieht man dann auch noch mal einige Gebäude. Hier ist dann, glaube ich, wie hieß denn das Ding noch? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Auf jeden Fall diese Helikopterstation. Oh, hier sieht man das nochmal richtig gut. Auch voll schön mit den Aviarien hier. Hier ist dann auch so ein Wasserbecken. Bin echt gespannt, wie das mit dem Bauplatz dann sein wird, weil es nimmt schon alles sehr viel Platz weg, ne, wenn man mal so guckt. Das ist schon krass. Also hier runter zum Strand kann man sicherlich nicht mehr, denke ich. Sieht aber sehr cool aus. They are comprised of Rangers, Capture Team. Ach, wie cool hier das Wasserbecken. Da bin ich ja immer noch am meisten drauf gespannt, muss ich sagen. Da unten ist, glaube ich, ein Diplodocus, wenn mich nicht alles täuscht. Also das hier. And the MVU Team. Stegos, Triceratopse. Rangers observe and maintain dinosaur enclosures utilizing the new ranger posts. They can be assigned to patrol automatically and keep a... Genau, diese neuen Ranger-Posten gibt's dann ja. Da können dann die Ranger-Fahrzeuge hinfahren und dann in einem Umkreis das Wohlergehen der Dinosaurier, die sich dort befinden, abchecken. Ist das hier ein Allo? Ich glaube schon, ne? Ja, ich denke schon. Oh, der kommt aber gefährlich nahe. Aber das ist neu in JW2. Die tolle MVU. Aber haben wir auch schon öfter jetzt gesehen, die kümmert sich halt, wenn sich Dinosaurier verletzt haben oder halt erkrankt sind. Guck mal, das sieht sogar aus wie im Film. Diese Aviarien. Sorry, wenn ich immer anhalte und nichts sage. Ich check dann erstmal ein bisschen den Bildschirm. Das sieht alles schon so unfassbar cool aus. Hier ist dann auch wieder dieser Übergang für eine Gyrosphären-Tour ist es, glaube ich. Oh, guck mal hier. Hier sind sogar so Bänke und Stühle. Und sogar mit so Schirmen zugeklappt und aufgeklappt. Das ist ja interessant. Also da scheint man dann auch solche Sitzmöglichkeiten für die Gäste bauen zu können. Dahinter sind auch noch welche. Oh, das ist auch ein cooles Bild. Ist ja einer meiner Lieblingsfleischfresser. Der Allo. Sieht schon heftig aus. Auch nochmal ein richtig schönes Bild, muss ich sagen. Ist cool mit den Höhenunterschieden hier, dass es hier so hoch geht. Und dann im Hintergrund ist das alles ein bisschen höher. Ja, und das war's schon wieder. Waren wieder sehr schöne Eindrücke, muss ich sagen. Das war der dritte Parkmanagement-Guide. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.